Jetzt auf OE24TV. Fellnerlife Spezial. Die Helden von Cordoba. Im Studio zu Gast bei Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Ja, das waren also unglaubliche 2 Stunden. Da gehen die Emotionen hoch. Weiß nicht, ich glaube, der eine oder andere wahrscheinlich ein paar Tränen verdrückt beim Ivan Narisch. Zumindest der Eli, wenn er an den Vater gedacht hat, aber wohl auch der eine oder andere Zuschauer, wenn er an seine Zeit damals gedacht hat. Unglaublich. 40 Jahre ist es her, diese Schlacht von Cordoba und dieses geniale Spiel und dieses Ivan Narisch des Eli Finger. Und wir haben heute das Glück, dass wir 3 Helden von Cordoba und einen Sohn von Cordoba hier haben. Die Helden von Cordoba, darf ich kurz vorstellen, das ist der Friedel Konzilia, der Turm der Schlacht, wenn man so sagen darf. Ja. Unser legendärer Team-Torwart, 84 Länderspiele, über wie viele Jahre? Über fast 17 Jahre. Ja, also 2 Generationen sind eigentlich mit Friedel Konzilia aufgewachsen. Richtig, ja. Kennt man ja, so ja, als ja. Team-Torwart. Genau. Dann der Peppi Josef Hickersberger, damals sozusagen das Hirn der Cordoba-Truppe. Als Mittelfeldregisseur? Als Hirn möchte ich das nicht bezeichnen. Peppi war schon ich habe laufen Hirn. Müssen. Da werden wir dann darüber reden, ob der Hans Krankl zustimmt, dass der Peppi immer das Hirn war. Damals auf jeden Fall im Mittelfeld sozusagen der zentrale Anspielpartner. Wie haben wir jetzt gesagt, hat verletzt, aber darüber reden wir noch, was da alles hinter den Kulissen abgegangen ist. Und für dich war es das letzte Spiel? Ja. In einer riesigen Karriere? Das war ja auch, also... Ja. Glaube ich, über 10 Jahre Nationalteam vorher. Ne? Ungefähr genau ein Jahrzehnt Jahre. Nationalmannschaft. Jahrzehnt und ich habe nach diesem Spiel in Cordoba gewusst, es kommt nichts Besseres nach. Und den Hut genommen. Ja. Ciao, es hat mich sehr gefreut sozusagen. Ja. Aber ganz so war es nicht, denn der Peppi Hickersberger ist als Teamtrainer zurückgekommen und noch 2-mal für Österreich Nationaltrainer gewesen. Auch darüber werden wir reden. Und dann unser Held von Cordoba, unser Hans Krankl, der, glaube ich, damals so einen unglaublichen Run erlebt hat in dem Jahr. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die in einem Jahr so auf Wolke 9 waren, wie du gesagt hast. Ich habe gesagt Wolke 7, du hast gesagt, in Wahrheit war es Wolke 9. Weil wir 9er gehabt hinten. Genau. Den zuerst die 2 legendären Tore von Cordoba, die Deutschen vernichtet und dann gleich der Vertrag von Barcelona. Aber über all das wollen wir reden. Und dann haben wir den Junior da, den der Senior, der Papa, hat ja diese legendäre Übertragung geliefert, die Sie jetzt gerade gesehen haben, wo Sie hoffentlich mitgefiebert haben, wo alle Emotionen von damals und Erinnerungen nochmal hochgekommen sind. Und Eli Finger Junior heute auch dabei, denn man muss ja sagen, diese Helden von Cordoba, da bin ich ganz stolz drauf, den Friedel müssen wir noch überreden, wird uns aber auch gelingen, sind ja auch unser WM-Team. Das heißt, wir treten ja da praktisch als Weltmeister an, kann man sagen. Der Edi wird kommentieren, so wie dem Vater das Ivan Narisch gewachsen ist. Ja, werden wir sehen, ob wir eine Steigerung zu Ivan Narisch bei dieser WM noch finden. Ich hab den Hans als Partner. Der Hans wird co-kommentieren und analysieren, der Peppi Hickersberger ebenso. Der hat das ganze Jahr ein bisschen analytisch sieht als Ex-Teamtrainer und den Friedel Konzilia werden wir das eine oder andere Mal hoffentlich auch einfliegen dürfen. Denn die Frage ist ja, was sich jetzt jeder stellt, was macht ihr denn derzeit? Friedel. Wo ist der Friedel derzeit? Irgendwo versteckt in den Bergen Österreichs? Versteckt bin ich nicht so, aber ich lebe in Bad Ischl. Bad Ischl. Bin dort mit meiner zweiten Frau verheiratet, habe zwar relativ junge Kinder mit 10 Zweite und Frau, 25 Jahre jünger habe ich 26 gesagt. Jahre 26 jünger, Jahre ja, jünger, ja. Und 2 Kinder mit 9 und 10 Jahren. Mit 9 und 10 Jahren, da bist du narrisch. Ich habe ein Mädchen und einen Buben. Leider spielt der Bub auch gern Fußball und im Tor, da mache ich... Ja, was will man mehr? Mein erster Sohn, der 50 ist, hat auch lange im Tor gespielt, hat es bis zur Regionalliga gebracht, bis Schwächert früher. Und jetzt bin ich Pensionist, meine Frau hat ein Hotel in Bad Ischl, sie kommt aus der Hotelbranche. Und ich bin Gärtner oder Mädchen für alles. Und Nachmittag Friedel, bin ich begeisterter Golfer. Der Friedel genießt das Leben, aber es ist sein zweites Leben. Jetzt muss ich mal sagen, ich meine, du schaust blendend aus. Ich meine, so schaut man offenbar aus, wenn man aus Bad Ischl kommt. Ne? Aber ich habe geschätzt, so 55, 56 Jahre, wenn ich es nicht besser wissen würde. Aber der Friedel Konzilia ist wie alt? Ich war im Februar 70. 70? Ja. Und Vater von einem 10-Jährigen und einem 9-Jährigen? Ja. Geil. Also eine 10-jährige Tochter und 9-jährigen Sohn. Ja. Wunderbar. Das heißt, da hat einer ein zweites Leben.
nach Córdoba noch gestartet? Ich habe ein zweites Leben. Meine erste Frau ist verstorben, mit der habe ich auch zwei Kinder gehabt, einen Sohn und eine Tochter. Er ist 50 und sie ist 48. Das heißt, die sind schon ein bisschen älter und die zweite Generation ist mir auch ganz gut gelungen. Und in Wahrheit taugt mir das Leben und ich bin sehr zufrieden, bin sehr glücklich, dass ich ein bisschen weg vom Schuss bin, dass ich mit Fußball nicht mehr so viel zu tun habe. Ich verfolge natürlich die Szene international, national. Und dass dich die Leute nicht blöd anquatschen. Aber Friedl, wie oft denkst du an Córdoba? Sehr selten. Mhm. Also eigentlich nur, wenn mich Leute anreden. Mhm. Weil dann erzählt man halt, es war so und so und so. Weil die Leute noch immer stolz sind, dass Österreich damals Deutschland geschlagen hat. Das spürst du noch? Das spüre ich, dass die Leute noch das hören wollen und sehen wollen. Mir geht es persönlich ein bisschen am Zager, wenn ich ehrlich sein darf, weil du willst nicht auf irgendetwas angeredet werden, ob es positiv ist oder negativ, bei positiven Sachen eher, die vor 40 Jahren passiert sind. Aber das Schönste ist bei den 40 Jahren, dass der Hans eine Feier macht und dass wir uns alle treffen. Weil das werden wir gleich reden, denn der Hans kommt als Letzter in der Runde dran. Pepi Hickersberger, wie oft denkt der Pepi an Córdoba? Ja, jetzt in den letzten Tagen öfters. Ja. Zuerst hat der Hans einmal angerufen und hat eingeladen zu einer Feier. Ja, aber sonst die letzten Jahre. Das heißt, ein bisschen ist in Vergessenheit, gell? Ja, habe ich nicht mehr an Córdoba gedacht. Ist so der Josef Hickersberger denkt öfter an seine Zeit als Teamtrainer als an dich als Spieler? Nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe beides genossen, nicht immer. Ja. Als Trainer hat man auch schwere Zeiten, vor allem als Teamchef in Österreich. Wenn man gewinnt, das nicht wollen alles. Wir ja auch kurz reden. Ja. Der Josef Hickersberger hat ja ein unglaublich bewegtes Leben gehabt seit Córdoba. Als Nationalspieler in Córdoba Baba gesagt, ja. Ciao, schöner kann es nicht werden. Dann zu das Innsbruck gegangen. Dann ja, es war richtig. Ja? Ich bin dann nach Innsbruck gegangen. Ja? Das war die schlimmste Entscheidung, die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Da war der Held von Córdoba zwei Jahre verschwunden. Ich habe einen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf gehabt. Ja, von dort sind sie gekommen. Ja? Fortuna Düsseldorf wollte um ein Jahr verlängern, zu selben Bedingungen. Ja? Und? Und ich entscheide mich, ich will einen Zweijahresvertrag, meine Kinder werden schulpflichtig, oder ich gehe nach Innsbruck. Aha. Statt dass ich den Jahresvertrag nehme und spiele ein Jahr später gegen Hans Kranke in der Schweiz im Champions League-Finale, Europa League irgendwas. Was war das? Europacup-Finale der Cup-Sieger. Düsseldorf gegen Barcelona. Bin ich von Innsbruck mit der Bahn. Mit mir zwei sind zusammengefahren. Um euch den Hans Kranke anzuschauen. Ja. Gut, das war also ein echtes Pech nach Córdoba. Nein, nicht Pech. Das war reinste Dummheit. Aber dann kam eine geniale Zeit bei Rapid. Meister geworden mit Rapid. Das muss ja extrem viel bedeuten. Damals war Rapid ja noch eine Macht. Ne? Ich unterschreibe einen Vertrag bei Rapid als halber Invalide. Und dann kommt Weihnachten und Ostern. Gleichzeitig, indem Hans Kranke und Antonin Pananka zu Rapid kommen. Also, ja, natürlich sind wir dann Meister. Und dann hat der Hickersberger gewusst, auf wen er flanken muss. Oder direkt hinspringen muss. Ja. Den Antonin hast du immer den Ball geben können. Und, Und dann kam relativ bald die Trainerzeit. Eine erste Phase als Nationaltrainer, eine zweite Phase als Nationaltrainer und dann am Schluss ein Abenteuer, muss man sagen. Pepi Hickersberger in der Wüste. Und zwar viele Jahre offenbar. Ich bin freiwillig in die Wüste gegangen und war, glaube ich, insgesamt 11 Jahre in arabischen Ländern. Der Erste, der dort eigentlich den Dollar sozusagen gerochen hat. Nicht? Weil mittlerweile machen das ja viele Sportstars. Ich bin nach Bahrain gegangen und da war der Dollar auf 99. Ja. Also sehr schwach. Tiefpunkt. Aber dann in den letzten Jahren bei Al-Wahda in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das muss eine geile, das allein wäre ja eigene Sendung wert. Pepi Hickersberger erzählt das war die schönste Zeit als Trainer in den Arabischen Emiraten und was ich wo Dubai und wo sie da überall waren. Muss eine unglaubliche Story sein.
Ja, und seither, was ist jetzt? Was ist der Pepe Higgelsberger jetzt? Ja, Rentner, Pensionist. Pensionist. Auch hin und wieder Golfspieler. Ja. Hab leider jetzt eine Knieprothese bekommen, weil keine so viel laufen. Keine neugeborenen Kinder? Weil so viel, nein, keine so viel laufen. Ich habe hab fünf Enkelkinder, zwei Kinder, fünf Enkelkinder. Also eher schon auf Enkelkinder spezialisiert, ja. Aha. Golfspieler? Nicht so professionell wie der Fredl. Ja. Aber wie gesagt, ich bin in die Wüste gegangen, damit ich Golfspiel kann. Ein bisschen Geld verdiene, ja. Und nicht eine Winterpause habe, ja? Dass gut. Ich ganzjährig halt Golf spiele. Und das, aber Sie spielen jetzt nach wie vor Golf? Und nach wie vor. Prothese. Mit sagen, Prothese. Bei uns sollte eigentlich heute auch der Willi Kreuz sitzen. Lasst euch alle schön grüßen. Liegt im Spital, Hüftprothese und kann deshalb nicht raus. Wäre sehr gerne da heute dabei gesessen. Liegt wir wünschen ihm alles Gute. Schaut zu, hat er gesagt. Schaut auf jeden Fall zu. Hans? Du machst das große Fest 40 Jahre Quarterbar. Was ist das genau, eine Reunion? Ein Fest mit zwei Teilen. Der erste Teil wird ein Meet and Greet sein, mit den alten Spielern alles zusammen. Es werden 500 Leute kommen, 500 Leute passen ins Metropol. Aber es sind alle von uns mit Spielern, Frauen, alte Journalisten, die dabei waren, werden wir schon alle 70, 80 Leute sein. Wann wird das sein, Hans? Am 21. Juni. Also genau am Tag. Genau am Tag im Metropol. Erster Teil Meet and Greet und zweiter Teil werde ich ein Konzert geben mit meinem Monte Beton, mit meiner Band. Und wer die alten Hodern spielen, die alten alle so kennen. Sozusagen die Cordoba-Sau. Es wird für jeden was dabei sein. Die Cordoba-Sau. Es wird auch, sollen bitte alle Leute kommen und sollen sich Karten kaufen. Es dient, ganze Reinerlös dient einen guten Zweck. Der Licht ins Dunkel, die Hälfte, und die andere Hälfte für die Wiener Obdachlosen. Aber am 21. gibt es also zu einem guten Zweck, karitativ, für Obdachlose und Licht ins Dunkel, ein Comeback, ein Get-Together der Cordoba-Helden. Ja. Muss man bei der Gelegenheit vielleicht ganz kurz gedenken, ich glaube drei werden nicht mehr dabei sein. Der Habe Günther, der Peter Persides und der Bruno Petzer sind leider verstorben und der Helmut Zenekovic, der Trainer. Das heißt, vier fehlen von der Helden. Vier fehlen, ja. Ja. Alle anderen haben mir zugesagt. Also von Willi Kreuz wissen wir, er ist im Spital, kommt Ende der Woche wieder raus. Willi muss rauskommen aus dem Spital. Muss rauskommen, muss mitrocken. Ja. Absolut, unbedingt. Und was ist mit den anderen, die da noch dabei waren? Wo sind die verstreut auf der Welt? Na, überall, in ganz Österreich. Da, die weitesten sind der Friedl Bodischl, der Harte in Kufstein, der Jara Kurtl die meiste Zeit in Spanien. Den geht's gut. Ja. Na, der Oberacher Tirol in Schokowe angegriffen. Steiermark, Aha, Der eine Straße ist immer bei mir dabei, das ist mein Freund, das ist auch ein familiärer Freund. Den Robert Zadio habe ich angerufen, der ist im zweiten Bezirk, hat sich riesig gefreut. Ja. Breitenberger. Breitenberger, der hat sich gefreut, der Oberacher Franz, den habe ich angerufen, der hat gesagt, dass du an mich auch denkst, sage ich, du warst dabei, das gehören alle dazu. Na, geil, dass du alle Telefonnummern noch rausgefunden hast. Das war viel Arbeit. Also in Wahrheit ist es nicht mehr so leicht, die Helden von Cordoba zu finden. Gell? Sie sind zerstreut. Sie sind zerstreut, sie sind großteils in Pension, ne? Muss man dazu sagen. Ich habe sie alle gefunden. Ja? Alle. Und alle haben eine Riesenfreiheit gehabt. Ist noch jemand aktiv als Trainer? Wissen wir, der Jara auch nicht mehr, gell? Nein. In dem Sinne, ja. Also, nein, wir sind ja diese berühmte 78er Generation, wo sie sagen, die sind out. Okay. Also, das glaube ich nicht. Als so. Trainer. Also sind wir gegangen. Hans, für dich war das ja, ich habe schon gesagt Wolke 7, du hast gesagt Wolke 9. Ja. Das muss ja ein unglaublicher Sommer gewesen sein. Zuerst das Cordoba, wie hast du das erlebt? Da haut man zwar so Goal rein, aber das müssen ja Tore gewesen sein. Du hast ein paar super Goals gehabt in deinem Leben. Waren das die bedeutendsten? Ich habe Gott sei Dank einige geschossen, ich habe Gott sei Dank einige bedeutende geschossen. Cordoba war sicherlich die Tore, die mir den Weg zum FC Barcelona geebnet haben. Ich hätte sollen bei Valencia spielen, Rapid hat schon einen Vorvertrag mit Valencia gemacht, ohne meine Zustimmung, weil das fehlt immer die Zustimmung des Spielers. Und nach die zwei Tore ist dann der FC Barcelona gekommen und da habe ich... Gleich am nächsten Tag oder wie war das? Nein, wir haben in Wien wieder zurück waren. Haben Sie dich gemeldet? Die haben sich früher gemeldet beim Dr. Fahne und als wir zurückgekommen sind, haben wir sie dann getroffen, ist der Trainer und zwei Präsidenten sind nach Wien gekommen und wollten den Transfer perfekt machen und wie kann ich Nein sagen?
Ich habe dir von 2 Jahren beim besten Club der Welt spielen. Oder? Märchen ist das ja eigentlich. Das ist ein Märchen, ja. Und dann bist du von Wien nach Barcelona gegangen, noch in diesem Cordoba-Sommer. Ja. Und hast dort eine unglaubliche Karriere und ein unglaubliches Leben gemacht, nicht? Ja, es war schön. Ich bin der Held von Barcelona. Ich bin spanischer Torschützenkönig geworden. Ja. Also das war für mich das erste Jahr vorher für mich das Schönste, was es gibt. Und Europapokalsieger, der Cupsieger gegen Fortuna Düsseldorf. Ich bin froh, dass der Hicke nicht bei den anderen gespielt hat. Weil da waren es vielleicht besser gewesen. Und das 4-3 war schon hakelig. War an der Kippe. Ja. Es war an der Kippe, ja. Denkst du noch oft an Cordoba? Ich bin derselben Meinung wie die zwei. Ich denke nicht an Cordoba, aber immer wenn ein Länderspiel Österreich-Deutschland ist, naturgemäß kommt es wieder zu Cordoba, ansonsten nicht. Ja. Aber du hast immerhin dir den Jahrestag gemerkt und gemerkt, dass er 40 Jahre alt ist. Ja, das war es aber erst, seitdem ich das alles gemacht habe. seitdem die Journalisten angegriffen haben. Ich hätte 21. Juni nicht gewusst, ich habe es wieder gehört und dadurch, dass wir die Feier machen an diesem bedeutenden Tag, und dann hast du ist gedacht, mir das jetzt müssen wir zusammenkommen. Jetzt merken wir es wieder für die nächsten 10 Jahre. Aber das heißt eigentlich, ihr seid 11 Freunde geblieben. Ja. Ich habe mit allen telefoniert und ich habe zuerst in der anderen Sendung schon gesagt, ich habe eine Riesenfreude gehabt und ich habe die Freude auch gespürt. Es haben sich alle gefreut, dass ich angerufen habe und es haben mir alle zugesagt. Und da sieht man, also wenn auch das Wort Freundschaft soll man nicht übertreiben, aber es ist doch eine Freundschaft dabei, wenn man nach 40 Jahren sie wieder trifft und sie alle wieder treffen, finde ich das sehr schön. Finde ich auch. Das war die erste Runde mit den Helden von Cordoba. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir mit dem Sohn von Cordoba zurück, mit dem Edi Finger Junior, und sagen, was waren denn das für Emotionen damals? Wie haben sich diese Emotionen angespielt? Wie habt ihr es als Spieler erlebt? Und wie hat es der Edi erlebt, den sein Vater an diesem Tag ähnlich wie der Hans Krankl zum Nationalheld geworden ist. Wir sind gleich wieder da. Jetzt auf OE24TV. Fellnerlike Spezial. Die Helden von Cordoba. Im Studio zu Gast bei Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Ja, das ist ein besonderer Tag heute. Erstens haben wir noch ungefähr 20 Stunden bis zur Eröffnung der Fußball-WM. Und dann ist dieses Team auch bei der Fußball-WM versammelt. Freue mich schon extrem auf euch alle. Und dann ist es ein Gedenken der ganz besonderen Art, eine emotionale Freude, nachzudenken über 40 Jahre Cordoba. Denn vor 40 Jahren, ganz exakt am 21. Juni, haben wir die Deutschen vom Platz geschossen, dank des Hans Krankl, der hier in dieser Runde sitzt. Und das Ganze ist unsterblich geworden durch den Edi Finger Senior, der damals als Radioreporter völlig durchgedreht hat, muss man sagen, völlig durchgeknallt ist. Insbesondere beim 3:2 des Hans Krankl, wir haben es ja gerade gehört vorher in der Sendung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gibt es heute bestenfalls noch bei brasilianischen Sportreportern, aber am europäischen Kontinent nicht mehr. Wobei es war auch damals ein Highlight, muss man sagen. Wie hast denn du das erlebt, Edi Junior, der du ab morgen für uns WM kommentieren wirst? Wie sind die Erinnerungen an den Papa? Du hast das wahrscheinlich zu Hause erlebt als Match? Nein, es war so, es hat ja ein Vorspiel gehabt. Der Papa wollte ja das Spiel nicht übertragen. Er hat gesagt zu mir, naja, wir sind eh ausgeschieden und wer weiß, jetzt haben wir haben ja vorher 2 Spiele verloren, was wird da werden, und die Deutschen, die hauen uns eh immer eine. Und 2 Tage vor dem Spiel sagt er auf einmal, du, ich habe mir das überlegt, ich habe ein gutes Gefühl, ich fliege hin. Obwohl der Papa nicht gern geflogen ist. Ja. Und da ist er hingeflogen und dann war ihm dieses Spiel, ich habe mir das angehört, und dieses Spiel hat für mich ein paar historische Punkte gehabt, jetzt abgesehen vom sportlichen Können der Herren, sondern erstens einmal, der Papa hat Radio übertragen, ja, und alle haben nur über das Radio geredet. Genau. Und es war wie ein Lauffeuer in Österreich. Obwohl es eine der ersten oder überhaupt die erste Farbfernsehen war, muss man sagen. Und auf einmal war das wie ein Lauffeuer in Österreich. Der Finger im Radio hurcht sich den an, der führt sich auf, das müsst ihr sehen, und unsere spielen so gut. Haben die Leute gesagt. Ja, und plötzlich haben alle gesagt, wir tragen das Radio auf. Genau. Das war das. Dann ist der Papa narrisch geworden, da habe ich mir gedacht, okay, super, der Papa kann sich morgen neue Hocken suchen. Ja, ja. Ich mache echt, was ist ja noch nie einer narrisch geworden. Ja. On air. Mhm. Aber da war dann der Druck der Öffentlichkeit so groß, dass auch die ORF-Direktoren plötzlich menschliche Seiten gezeigt haben, die sie vorher noch nicht gehabt haben. Das ist normal. Nicht? Und das war eigentlich allein. Und das war das dann. Der Krankl natürlich, der Papa hat auch zum Krankl eine persönliche Beziehung gehabt, das kommt dazu. Also, da hat nicht einer, zwei Gold gemacht. Den haben sie ja unglaublich gemacht. Wahnsinnig. Und auch, vergöttert. Ja, kann man sagen, wirklich. Ja. Und das war, weißt du, das ist halt.
Wenn er im Butler noch die Goal macht und der Liebling ist, dann ist das doppelt. Ja. Wenn es ein Ungustl macht, hätte er sich auch gefreut. Ja. Danke, Edith. Danke. Für den Butler. Den Papa noch im Nachhinein. Ja, genau. Danke. Das wird eine tolle WM, wenn du lauter solche Komplimente da abbleibst, Hans. Ja, darum bin ich mit ihm die erste Siegmatche. Das ist ja nicht alles. Die ersten Siegmatche werden diese zwei Sympathler kommentieren. Wer weiß, ob er mir dann noch sympathisch ist. So, also, der Papa hat also den, oh, das, den das war das. Aber ja, was für mich dann diese peinliche Nachwirkung war, jahrelang, weil ich habe ja bei dem Match gar nichts gemacht. Ich war ja nur zufällig der Sohn meines Vaters, also ich war halt rein, also genetisch dabei. Und ja, so. Bin ich vorgestellt worden in Deutschland, kennen Sie den? Schaut mir, wer ist das? Den, sein Vater ist narrisch geworden, wie der Kranke das Match gewonnen hat. Und ich bin durchgestanden wie ein Depp. Aber ja, was ist das für eine Vorstellung? Ja. Aber das war, so war das. Ja, das war, wobei man dazu sagen muss, das kann sich ja niemand mehr vorstellen, was damals los war. Da ist ja dann eine Platte daraus gepresst worden, eine LP, glaube ich, damals genau. Noch. Nicht? Wie oft verkauft? 50.000 Mal. 50.000 Mal. Ja, also das ist ja der Falco-Dimension mehr oder weniger angenommen. Ja. Also jenseits von Ambros und Fendrich. 50.000 LPs sind verkauft worden, nur mit der Radioübertragung und allen Versionen von Ivan Narisch. Dann, glaube ich, war das sehr kurz mit irgendeiner Hitnummer, wo der Vater immer Ivan Narisch eingeblendet hat. Glaube ich, sogar Nummer 1, irgendwie in den Charts. Das war so ein Rap. Dann hat es T-Shirts natürlich gegeben und was der Geier. Ein Buch. Also das ein Buch natürlich, Ivan alles. Also das ganze so Land. So gesehen hat der Edi Senior mehr verdient wie mir bei der WM als Siebter. Ja. Was habt ihr denn verdient? Was habt ihr denn gekriegt damals? Heute kann man es ja offen sagen. 125.000 Schilling, die wir mit 25% versteuert haben. Das war damals die Prämie. Ja. 125.000 Schilling wären jetzt 10.000 Euro. Muss man natürlich die Inflation und so dazu rechnen. Ja. Aber brutto. Nicht, nein, 25%. Ja. Tagswort nur ausnahmsweise. Nur um dein Gefühl zu verstehen, Hans, wie viel hast du dann bei Barcelona gekriegt? Ja, ein bisschen mehr, aber gegen heute Peanuts, aber ein bisschen das mehr. Das 100-fache oder das 50-fache oder wie? Bitte? Aber schon in einer anderen Dimension, oder? Ja, aber. Ja. Die 125.000 waren damals eine gute Prämie für euch, da hat man. Na gut, da sind sie und schon mal streiten zwei vorher. Zwei Autos ausgegangen, glaube ich. Nicht? So nein. Zwei Kleinwagen, zwei Kleinwagen. Zwei Autos nicht. Nicht? Zwei Kleinwagen, nicht Hanse-Kategorie. Ein Auto und ein Moped. Ihr habt ja schon geredet darüber, was ist während des Spiels in der Kabine passiert etc. Reden wir darüber, was ist nach dem Spiel in der Kabine passiert. Bist du da narrisch geworden? Nein, wir haben sich riesig gefreut. Die Kabine war voll, es war ja. Das können Sie heute niemand mehr vorstellen, heute ist eine Kabine Tabuzone. Ja. Damals alle Journalisten einer. Ja. Wir sind dort noch gerade gestanden, Leute einer. Also das ist ja nicht so wie heute. Alle haben sich gefreut. Ja. Alle waren euphorisch und haben sich gefreut. Natürlich haben wir zuerst gesagt, die Tragweite, dass es wirklich sporthistorisch war, das haben wir damals nicht mitgekriegt. Es hat ja noch kein Handy gegeben. Na, gar nichts. Wann habt ihr die erste Reaktion von zu Hause mitbekommen? Ich glaube, die Journalisten haben uns dann erzählt, natürlich, dass eine. Das ist eine gute Frage. Die erste richtige Reaktion von zu Hause haben wir eigentlich erlebt, wenn wir in Wien angekommen sind und der Flughafen Schwechat war pumpvoll mit Tausenden von Menschen. Das war eigentlich der erste Teil, wo wir gemerkt haben, dass die Leute denen so gut gefallen hat und das ein Sieg war in 47 Jahren zum ersten Mal und. Jetzt war der Hickel immer der Coolste, nicht? Eigentlich. Cool auch nach dem 3-2, so bewusst Hickel cool. Oder habt ihr da abgefeiert dann damals? Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, aber ich könnte mir vorstellen, abgefeiert haben wir nicht. Abgefeiert haben wir nicht. Ich weiß nur, dass ich in Rio dann ausgestiegen bin. Ich bin nicht zurück nach Wien geflogen. Ich wollte ganz einfach den Sieg in Rio feiern, Rio kennenlernen und ich habe einen schönen Urlaub da verbracht und bin dann erst, glaube ich, 10 Tage später dann zurückgeflogen. Und Friedel Consilio, wie haben die Deutschen reagiert? Hattet ihr noch Kontakt mit denen nach dem Spiel? Oder war es ja so in Euphorie, dass das gar nicht mitgekommen? Wir haben sehr guten Kontakt gehabt. Der Josef und ich sind ja damals nach Rio geflogen, nicht heim nach Österreich. Wir haben in Rio Urlaub gemacht, sind mit der deutschen Nationalmannschaft bis Rio mitgeflogen. So verstehe das sehr. Und ich habe das schon erklärt, ich habe mit Sepp Maier 2-3 Bier getrunken.
Und der Sepp hat mir Schnupftabak angeboten. Ich bin seit der Zeit mit Sepp sehr gut befreundet. Wir treffen uns jedes Jahr beim Golfspielen. Und der Peppi hat heute schon was gesagt, der große Gäste, der damalige Teamchef der Deutschen, ist zu uns gekommen. Wir haben immer gesagt, der Lange, der Helmut Schön, ist zu uns gekommen am Flughafen in Rio und hat uns gratuliert zum Erfolg gegen seine Mannschaft. Und das war eine tolle Geste. Ja. Und wir haben dann noch einen schönen Urlaub in Rio gehabt. Und wie ihr dann aus Rio zurückgekommen seid, was habt ihr in Österreich erlebt? Ist da bei euch auch gefeiert worden oder war das eher so? Nein, bei uns ist nichts mehr gefeiert worden. Wir sind ja still und leise zu Hause gekommen. Ja, klar, ja. Und der Arbeitsalltag hat nach einem 14-tägigen Urlaub wieder begonnen und wir haben weiter sind wir unseren Job noch, also ich bin weiter meinen Job nachgegangen und habe wieder trainiert. Ja. Und der Hans Krankl hat dann sozusagen sein neues Leben in Barcelona begonnen. Ja, da waren dann die Verhandlungen. Das muss ja ein Traum gewesen sein, oder? Da waren dann die Verhandlungen und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, beim besten Club der Welt zum Spielen zu dürfen. War für mich etwas ganz Großes. Ich bin dann rübergeflogen mit meiner Frau zur Vorstellung. Da kommst du zuerst einmal zur Vorstellung, also nicht zum Training. Und als ich dort dann gelandet bin, wurde dann, wie ich so oft sage, Barcelona ist für einen Fußballer wie Hollywood für einen Schauspieler. Und beim Aussteigen waren 5 Radiostationen, 10 Fernsehstationen und 50 Fotografen. Das ist gegangen. Von 10 Uhr vormittag bin ich herumgereicht worden, dann bin ich ins Stadion gegangen. Im Stadion waren 10.000, 15.000 Leute die haben Post. Und ich habe gearbeitet mit Ballen, da habe ich wieder alle fotografiert, also es war eine andere Welt des Fußballs. Da bin ich dann heim und dann sind wir wieder zu Hause und 2 Wochen später musste ich dann antreten. Dann war das Trainingslager, also dann habe ich schon, also so wie ich mich zurückerinnere, schon ein mulmiges Gefühl gehabt, dass ich, da habe ich dann gewusst, also es geht weg von daheim und ich werde die nächsten Jahre in Spanien spielen, also das ist schon, das war für mich auch 25 Jahre etwas Besonderes. Ich habe 2 kleine Kinder gehabt. Und das war schon was. Das war dann mulmig, aber es ist von Anfang an sehr, sehr positiv aber verlaufen. Aber du bist ja die ganze Zeit am Boden geblieben, das war ja das Tolle an dir. Aber man kann sagen, Córdoba hat dir Glück gebracht, ne? Córdoba hat mir das Glück gebracht, absolut. Da geben wir eine kurze Werbepause. Córdoba hat dem Hans Krankl Glück gebracht, im Endeffekt euch, zumindest dann mit Rapid, aller spätestens, ne? Und wollen wir dann vielleicht gleich wieder mit dem Edi Finger Junior ein bisschen drüber nachdenken, was hat dieses Córdoba für Österreich bedeutet. Wir sind gleich wieder zurück. Jetzt auf OE24TV. Fellnerlike Spezial. Die Helden von Córdoba. Im Studio zu Gast bei Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Ja, das ist der Abend von Córdoba auf OE24TV. Es wird ja in den nächsten Tagen auch noch auf anderen TV-Stationen Córdoba gefeiert werden. Und am 21. geht es dann wirklich zur Sache, wenn der Hans Krankl im Metropol die Córdoba-Sau rauslässt mit Monty Python. So schaut's aus. Mit Monty Python. Genau. Sehr gut gesagt. So ist es, genau. Und ich habe die Ehre, die Córdoba-Helden hier noch einmal versammeln zu dürfen, nachdem ihr euch alle gemeinsam dieses Match angeschaut habt. Emotionen nochmal rauf und runter. Manche von euch sagen, ich kann es nicht mehr sehen, oder Hans? Soll man so nicht sagen. Oder hast du gesagt, es wird der Fahrt, nur der Schluss ist noch geil. Nein, ja? ich sehe es einmal, dann ist schon gut, aber Fahrt wird es nie. Fahrt wird es nie, aber vor allem das letzte, ist immer schön. Das letzte Tor wird nicht Fahrt und vor allem die letzten Minuten werden nicht Fahrt, weil da hat ja der Concilia Schwerarbeit verrichtet. Ich meine, der Vater vom Edi Finger ist ja fast gestorben in diesen letzten 3 Minuten. Ein Herzinfarkt. Ja? Wie gesagt, wir haben einiges Glück gehabt, aber nur, man erinnert sich gern an alle tollen Spiele, die man mit den Kameraden oder selber mal geleistet hat. Nur man soll es nicht zu oft hören. Ja. Man war es, unter Anführungszeichen, man war ein ganz guter. Nicht ein großer, aber ein ganz guter. Und es tut gut, dass man Leistung gebracht hat, weil das war Leistung auf einem relativ hohen Level. Und man schätzt es heute noch als 70-Jähriger, wenn Leute so ankommen und sagen, du warst ein guter Tormann. Ich sage immer, es ist lang her, es gibt bessere, hat damals auch gute gegeben, weltweit sowieso. Finde ich ganz toll, dass ihr so am Boden geblieben seid. Das ist ja das, was ich bewundere. Aber ich glaube, du ist kannst ja nur... Ist ja heute bei manchen Fußballern nicht mehr so, muss man dazu sagen. Du kannst nur großer Spieler sein, wenn du am Boden bleibst. Einer, der abhebt, der den, die
den Boden der Realität verlässt, der kann über aller Long nicht Topleistungen. Einer, der abhebt, wird kein Großer. Ja, stimmt. Unsere Meinung. Ja, dass du eigentlich am Boden bleibst. Außer sie haben heute schon alles wie Psychologen und. Ja. Die Großen, die ich kennenlernen durfte, und ich habe Gott sei Dank viele in Beckenbauer, in Pelé, in Keegan und Greif. In Greif noch viel mehr, habe ich alle kennengelernt und das waren alles super Burschen. Kein einziger eingebildet, kein einziger abgehoben, wie der Fredl sagt. Und dann kam ja diese Barcelona-Zeit und dann kam ja das Heimweh des Hans Krankl und die Rückkehr zu Rapid, oder? Und ja, das war eine Geschichte, da muss man eigene Sendung machen. Dass die schönsten Jahre dann ja eigentlich bei Rapid verbracht ich hätte sind, sollen, ich hätte sollen nach Barcelona zum AC Milan gehen und das sage ich immer hier, sage es auch hier, der einzige Fehler meiner Karriere, den ich gemacht habe, war leider, dass ich ein eigensinniger Sturschädel bin und bin nicht zum AC Milan gegangen, sondern ich wollte zurück zu meinem Verein, von wo mein Blut ist. Da bin ich aufgewachsen, da ist mein Blut, das ist Rapid. Aber du hast recht, ich habe dann sehr schöne Jahre verlebt bei Rapid. Bin zweimal Meister geworden und zweimal Cupsieger mit den Herrn Hickersberger. Genau, normalerweise. Und mit Herrn Baninger. Ja. Jetzt sag einmal, Edi, was ist das Besondere an dieser Truppe gewesen? Warum waren die damals so besonders drauf? Und was ist heute das, was man aus dem lernen kann? Ja, ich muss jetzt etwas sehr Brutales sagen, aber ich sage immer die Wahrheit. Das sind alles intelligente Menschen. Jetzt lass die Schulbildung weg. Die haben eine Naturintelligenz. Und im heutigen Nationalteam haben wir ein paar echte Trotteln. Und das ist der große Unterschied. Du brauchst auch für Fußball ein Hirn. Ohne Hirn geht nichts. Und wenn du Hirn hast, dann benimmst du dich so, wie der Hans gesagt hat. Er hat ja sehr gute Cruyff gekannt. Ich durfte ihn auch durch ihn kennenlernen. Den Cruyff ist der Finger Junior wurscht. Aber der hat gewusst, er muss sich benehmen. Ich bin ein Freund vom Hansi. Der hat sich traumhaft benommen und die Beckenpause, die wir alle kennen. Und das ist ein Zeichen, das sind alles sehr intelligente Menschen mit Feingefühl. Und deppert meine ich jetzt nicht von der Intelligenz, aber die haben überhaupt kein Feingefühl. Die wissen nicht, wen beleidige ich nicht, wie kann ich mich benehmen. Das heißt, es war eine Mannschaft mit einer Seele und einem Hirn. Ganz richtig, genau. Das ist der beste Ausdruck. Ja. Besser kann man dieses Team nicht beschreiben. Ja. Die haben ein Hirn gehabt, die haben eine Seele gehabt und haben kicken können. Und fehlt das heute wirklich? Bei unserem Team ein bisschen, Pepe, du als Trainer, jo, schaust du das ja ganz immer, genau. Ich bin immer national. Ja, aber du schaust das dann genau. Da kriegt man immer so viel mit, wenn man nur mehr im Fernsehen zuschaut. Glaubst du, dass das ein bisschen fehlt heute? Diese Bodenständigkeit, diese Sehne, auch das Hirn. Dem einen oder anderen vielleicht, aber das will ich nicht verallgemeinern. Ja. Nein, ich meine, die sind ja immerhin mit euch verglichen worden, nachdem sie Deutschland da besiegt haben in Klagenfurt, wobei man sagen muss, jo, das war also insofern ja ein bisschen unfair, weil Vergleich. Die haben ja nicht voll gespielt, die Deutschland, oder nein, so mit nein, der nein, B-Mannschaft. Das möchte ich gar nicht sagen. Also bei Deutschland aber du war, wolltest sagen, der Vergleich? Der Vergleich hinkt. Ja. Denn das war ein Vorbereitungsspiel für Deutschland auf die Weltmeisterschaft in Russland. Deutschland hat die Mannschaft, oder Jogi Löw hat die Mannschaft konditionell richtig belastet und das hat man ganz einfach dann auch gesehen, den Unterschied. Wir waren topfit, spritzig und die Deutschen haben einen sehr müden Eindruck gemacht. Ich will den Sieg gar nicht kleinreden oder so, aber es ist ein Unterschied, ob Länderspiel vor einer Fußballweltmeisterschaft oder man spielt bei einer Weltmeisterschaft gegen Deutschland. Das ist für mich ein großer Unterschied. Klagenfurt war kein Cordoba. Nein, der Pepe hat das richtig erklärt. Und ich möchte auch sagen, alle diese Eifersüchteleien, ich bin überzeugt davon, wir alle drei freuen sich, dass wir wieder Deutschland geschlagen haben. Genau. Egal, ob sie jetzt gut waren oder schlecht waren, sie wollten nicht verlieren. Ja. Aber ein Testspiel vor der Weltmeisterschaft ist was anderes wie ein Qualifikationsspiel in einer Weltmeisterschaft, wo es nur um was geht. Vor allem für Deutschland. Mhm. Weil jetzt uns Deutschland hochgeschlagen, waren sie im kleinen Finale gewesen. Also das heißt, der Pepe hat es richtig gesagt, der Vergleich hinkt, der Vergleich ist nicht einmal 1 zu 100. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie Deutschland wieder geschlagen haben. Weil wir haben gezeigt, dass bei uns auch Fußballer und bei uns gibt es in der Nationalmannschaft sehr, sehr gute Fußballer. Und wenn sie das Potenzial ausschöpfen, wie der Ede sagt, hirnmäßig und fußmäßig, dann haben wir jetzt auch eine sehr gute Nationalmannschaft. Das heißt, das Team hat Potenzial, glaubst du? Das Team hat Potenzial. Wir haben
25 Legionäre. Wir haben damals gehabt 2 oder 3. Da kommt der Euro auf uns zu. Ja. Da in Kürze, dann kommt eine WM, aber bei der WM diesmal, die morgen beginnt, sind wir nicht dabei. Da blutet uns das Herz. Ja, da weiß ich, wir werden fast die Mini-WM gewonnen und sind jetzt nicht dabei bei der großen WM. Das ist ja ewig schade. Ja, haben wir. Was meinst du, Mini-WM? Russland, Deutschland, Brasilien? Naja, du hast das ja gelesen. Nicht? Ich kann ja auch noch das sagen, was ich lese. Was wir gemacht haben. In unserer Zeitung, es ist eine Mini-WM. Haben wir eine Mini-WM ausgerufen. Und die Mini-WM ist halt, haben wir 2 Spiele gewonnen, eines verloren. Genau. Ist eine Tragödie, dass wir bei der WM nicht dabei sind? Hätten wir ja eigentlich schaffen müssen, Pepe, oder? Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Denn wir haben bin ich der Meinung vom Hans, eine sehr gute Nationalmannschaft jetzt. Und dass die bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht dabei ist, ist zwar keine Tragödie, aber es tut schon ein bisschen weh als Österreicher. Jetzt ist es so ein Team. Entschuldige, die 3 besten Nationen sind ja nicht dabei. Ja. Holland, Italien und Österreich. Ja, genau. Jetzt werden wir schauen, wie wir das morgen, wie wir überhaupt anfangen. Es wird schwer sein zu kommentieren. Ja, du lachst. Genau. Warum lachst du? Ja. Holland, Italien und Österreich. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir dürfen uns auf. Spielen die eigene WM? Wahrscheinlich. Wir dürfen uns auf ein paar echte Wuchteln ab morgen gefasst machen. Noch ein bisschen einen ernsten Satz, Edi, bevor wir dann auf die WM kommen. Ja? So ein Cordoba. Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Nationalgefühl zu tun. Und das hat uns Österreicher ja auf Jahre hinaus eine stolze Brust gegeben, oder? Ja, das stimmt schon. Irgendwie. Ja, das war großartig. Also das muss ich jetzt sagen, ich will nicht Tantner kritisieren, aber es ist ja schon eine, wenn ich ehrlich bin und Hans, sei mir nicht böse, eine Peinlichkeit, dass der Hans Krankl, der Held von Cordoba, einladen muss zu einer 40-Jahr-Feier. Im ÖFB sitzen 30 Funktionäre, um die nichts zu tun haben und haben nicht die Idee, der Präsident ist ein Pensionist, so wie wir. Der kennt sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und das ist eigentlich nicht richtig. Ja. Genau. Aber eigentlich hat es uns damals auf Monate, Jahre ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Und jedes Mal, wenn die Deutschen nicht drüber reden, wächst die Brust. Jedes Mal, wenn die Deutschen uns gegenüber sitzen, sagen wir, aber Cordoba, ne? Da haben wir es euch gezeigt. Ja. So kehrt es. Viele? Genau. So kehrt es. Das heißt, eigentlich ist Cordoba ein bisschen für uns so ein Doping geworden. Ne? Ein Doping für Selbstbewusstsein. Ja, sicher, das ist David Goliath, haben wir schon 100 Mal gesagt. Wenn der Kleine den Großen eine auflegt, macht es doppelt so viel Freude wie umgekehrt. Wir sind eben die Kleineren im Fußball natürlich. Die Deutschen gewinnen mehr, haben auch sehr, sehr gute Spieler, super Mannschaften. Aber wir zeigen sie dann alle 47 oder 50 Jahre mal, dass wir gut sind. Alle 40 Jahre. In diesem Sinn gehen wir nochmal in eine kurze Werbepause, dann lassen wir die Helden von Cordoba kurz sagen, was erwartet uns ab morgen bei dieser Weltmeisterschaft und was erwartet uns von Ihnen als Dreamteam der Kommentatoren. Wir sind gleich wieder zurück nach der kurzen Werbepause. Jetzt auf OE24TV. Fellner-Live Spezial. Die Helden von Cordoba. Im Studio zu Gast bei Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Ja, wir sind im Finale, Friedl. Ja. Die Helden von Cordoba. Heute einen Abend auf OE24 verbracht. Friedl Konzilia, Josef Pepe Hickersberger, Hans Krankl und als Erbe der Edi Finger Junior mit dabei. Und alle 4, hoffe ich, weil den Friedl Konzilia werden wir aus Ischl auch noch einfliegen lassen mit seinem Golfschläger, sind auch ein Teil des Dreamteams für unsere WM. Ab morgen ist auf OE24 TV WM-Zeit. Morgen um 19 Uhr geht es mit der Eröffnungsfeier los und um 20 Uhr gibt es das erste Match. Nicht unbedingt das geilste, Hans. Du wirst kommentieren mit Edi gemeinsam. Was hat uns da morgen um 20 Uhr zu erwarten? Wahrscheinlich eine nervöse russische Mannschaft, die nicht gut sind und wahrscheinlich aber gewinnen wollen und gewinnen sollten und müssen. Ja. Für ihr Land, leicht wird Saudi-Arabien nicht machen. Also ich denke mal, wir der Engelspiel, weil Eröffnungsspiele sind oft sehr fad. Jetzt haben wir also Russland, Saudi-Arabien, um das unseren Zuschauern zu sagen, eine attraktive Partie oder eine fade Partie? Das werden wir sehen.
Ja. Also wir hoffen, dass es attraktiv ist. Ich glaube schon, weil die zwei Länder, die haben erst einmal gegeneinander gespielt. Ja. Da hat Saudi-Arabien 4-2 gewonnen. Ja. Also die haben eine gewisse innere Stärkung, sind fast bei jeder WM-Endrunde dabei. Gut, die haben andere Art, wie man da reinrutscht. Ich würde auch sagen, da werden die Fetzen fliegen. Ich glaube schon. Da werden wir nach den ersten 10 Minuten die ersten zwei Russen abtransportieren. Und wir haben ja das Duell Saudi-Arabien gegen Ägypten in weiterer Folge. Also, ja, das kommt ja noch dazu, da haben wir ja ganz brisantes Duell in der Gruppe. Ägypten gegen Saudi-Arabien. Ägypten wird geil, Hans, oder? Ich hoffe, dass der Salah fit ist, weil die anderen sind mir so nicht bekannt. Ja. Aber der Salah alleine rechtfertigt das Einschalten und den Abend. Superspieler. Das ist der beste Spieler von überhaupt. Und wenn der wieder fit ist, was hört man denn? Ist er fit, Eli? Er hat trainiert heute und er soll fit sein. Ja. Das weiß man ja nicht. Die machen ja oft den Schmäh, damit der Gegner verunsichert ist. Sagen sie, der spielt. Und warten wir mal. Aber ich glaube, er ist mitgefahren und ich glaube, der wird spielen. Er ist der Beste. Das heißt, wir sehen morgen die erste Gruppe, Hans. Russland, Ägypten, Uruguay, Saudi-Arabien. Wer wird aufsteigen von den zwei? Russland, trotzdem. Und vielleicht Ägypten. Na, wenn Russland aufsteigt, haben wir Fußballfieber dort natürlich. Ja. Dann dreht ganz Russland. Das wäre für das Land und wäre die Weltmeisterschaft dort ist. Es wäre das Schlechteste, wenn der Heim Mannschaft ausscheidet. Und was in Ägypten los ist, wenn Ägypten aufsteigt, das möchte ich nicht wissen, weil die sind ja jetzt schon völlig aus dem Haus gegangen. Die haben ja diesen Salah als absoluten Nationalheiligen, die wollen den ja sogar als Präsidenten haben. Also es wird eine geile Geschichte, ich freue mich schon auf euch beide morgen um 20 Uhr bei Russland, Saudi-Arabien und noch geiler wird es dann natürlich, wenn Ägypten antritt gegen Uruguay. Schauen wir mal. Wer wird denn Weltmeister, Hans? Für mich Spanien, Brasilien oder Argentinien. Jetzt bist du ja der Spanien-Fan schlechthin. Was ist denn da heute passiert? Völliges Tohuwabohu, der Trainer ist ausgefeuert worden, weil er zu Real Madrid gehen wollte nach der WM. Ja. Die hat sich offenbar gedacht, das ist erlaubt. Aber in Spanien kannst du was nicht machen, weil da bringt ja die Hälfte des Landes um. Es muss was passieren. Ich bin völlig überrascht worden heute, von den Kollegen angerufen. Ja. Und da muss was passiert sein. Also er hat bei Real Madrid unterschrieben, das würde jeder machen, das würde ich auch jedem Trainer raten. Mhm. Das hat er auch gemacht, anscheinend hat er es gemacht, ohne die spanische Führung zu informieren oder zu spät. Und dann ist das passiert und die haben aber sofort... Also erstens hat er es offenbar gemacht, ohne die Führung zu informieren, aber zweitens, Edi, ohne offenbar die spanische Seele zu kennen. Denn dort lieben zwar 40% ungefähr, du kennst dich da besser aus als ich, Hans, 30-40% Real, aber die anderen 60% hassen den Club auf Tod. Die Sache hat sicherlich nicht damit zu tun, dass es sich umtrat um Real Madrid. Es muss sich um das dran, dass er nicht Bescheid gesagt hat und er dann Vertrag anscheinend mit der spanischen Föderation gehabt und die haben das nicht gewusst und die haben sofort gehandelt. Also für mich ein Wahnsinn, zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft einen Trainer abzulösen, aber die haben das da, die waren beleidigt oder waren enttäuscht. Und haben sofort einen Neuen geholt, Edi? Aber ich kann mir vorstellen, dass der hat den Vertrag gemacht bei Real Madrid. Okay, vielleicht hat er auch ausgemacht, okay, ich unterschreibe jetzt, ich komme nach der WM, aber geheim, reden wir vorher nicht drüber und machen wir das. So stelle ich mir das so vor. So wäre sehr intelligent gewesen. Und irgendeiner wird das verraten haben, wie es oft passiert. Das ausgeblasen. Genau so ist es. Ja. Und jetzt haben sie die Hölle los. Die Entscheidung vom spanischen Verband halte ich für, ich sage es in meinen Worten, für vertrottelt. Du kannst nicht einen Tag vor einer WM-Endrunde den Trainer aussehen. Das ist überzogen. Aber Hans, für dich bleibt Spanien trotzdem der WM-Favorit. Ja. Weil du ein spanisches Herz hast. Ja, genau. Ich habe ein spanisches Herz und das bleibt so. Du glaubst aber auch, sie spielen am besten. Ja, sie haben eine tolle Mannschaft und sie werden deswegen nicht schlechter spielen, hoffentlich. Weil es ist ein Wahnsinn, einen Trainer zwei Tage vorher aus dem Spiel zu nehmen. Aber es übernimmt ja der Fernando Hierro. Also der gehört Hans, zum. Das interessiert die Spieler nicht. Ja, aber der gehört eh zum Team. Der gehört eh zum Team. Von Brasilien hältst du ein bisschen weniger als von Spanien? Fast genau. Für mich sind, ich habe drei Favoriten. Die sind gleich. Spanien, Brasilien, Argentinien. Was Brasilien kann, haben wir in Wien gesehen. Ja. Und Argentinien hat den kleinen lieben Gott. Und wenn der kleine liebe Gott und alle anderen schauen sich um ihn und spielen. Dein Barcelona-Nachfolger.
So ist es. Ja? Mein Nachfolger ist gut. Ja. Das ist eine große Ehre. Muss ich sagen. Im weitesten Sinne. Edi, Nachfolger ist gut. Wird Weltmeister. Also für mich ist der absolute Top-Favorit Brasilien, glaube ich. Hast du das gesehen am Sonntag? Natürlich. Ja, natürlich. Die haben unsere... Ja. Die haben unseren Spielern gezeigt, also wo die Unterschiede sind zum richtigen Fußball. Dass also, man nicht wirklich zum Tor kommt, wenn man gegen Brasilien spielt. Nein, wenn die nicht wollen, hast du nicht viel Chancen. Siehst das Tor nur aus der Entfernung. Ja? Aber für mich ist eine Mannschaft, von der ich mir viel erwarte, Frankreich. Mhm. Ich glaube, die können eine sehr, sehr gute WM spielen. Die haben also Brasilien, Frankreich beim Edi. Pepe Hickersberger? Brasilien. Und ja. Ja. Brasilien. Beeindruckt gewesen von Brasilien am Sonntag? Ich war... schwer beeindruckt. Ja. Allerdings habe ich mich dann nach dem Spiel schon gefragt, ob nicht Österreich vielleicht auch sehr schwach war in diesem Spiel. Ja, ich war ja im Stadion, ich muss sagen, die sind nicht wirklich an den 16er überhaupt herangekommen. Ne? Ja. Also, ich war überrascht, Brasilien. Wie gut die Brasilianer verteidigen können. Ja. Ich habe ja eher gedacht, die spielen Samba oder so. Aber die ziehen da ja eine Mauer auf, da hast du überhaupt keine Chance, als Österreicher durchzukommen. Da sieht man natürlich, da sind schon ein paar Klassen dazwischen. Ne? Ist schon ein Unterschied. Ja. Hast du je gegen Brasilien gespielt mit unserem Team? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Wir haben bei der Weltmeisterschaft 1-0 verloren. 1-0 verloren. Ja. Und dann war einmal ein Abschiedsspiel für Pelé in Brasilien im Marumbi-Stadion zu São Paulo. 140.000 Zuschauer. Und dort habt ihr gespielt? Am Obrigado Pelé. Geschrien. Ja. Und? 1-1. Oh, wow. Ehrenvolles Resultat. Ja. Aber das Resultat war nicht wichtig, sondern das letzte Spiel von Pelé in der Nationalmannschaft. Ja, er hat man auch als Trainer gesehen. Er hat in der Pause sein Zehnerleiberl ausgezogen, ist mit nacktem Oberkörper eine Ehrenrunde gelaufen und 140.000 Zuschauer waren aus dem Häuschen. Obrigado, Pelé, Obrigado, Pelé. Unvorstellbar. Da geht nichts mehr drüber. Also Brasilien, gibt es einen zweiten Favoriten auch noch für den Hicke? So einen großen Favoriten wie Brasilien gibt es nicht mehr. Aber Spanien hat eine wunderbare Mannschaft. Da muss man abwarten, wie sie jetzt der Keiner Trainer. Von euch setzt auf Deutschland, Hicke? Deutschland kann den Titel nicht verteidigen. Weil die derzeit zu schlecht sind? Oder? Nein, sie sind nicht schlecht. Aber Titelverteidigung ist, glaube ich, noch keinem gelungen. Und das Team hat sich ja nicht so stark verändert zum letzten Mal, oder? Der Schwein ist nicht mehr dabei. Ja, Schweinsteiger fehlt. Der fehlt als Typ auf alle Fälle. Ja. Aber sie haben. Lahm fehlt auch. Fehlt auch sie haben eine gute Mannschaft, aber zur Titelverteidigung reicht es nicht. Friedel Consilia. Die üblichen Verdächtigen wie Brasilien, Argentinien, Spanien, aber ich habe einen kleinen Geheimfavoriten, die eine gute Mannschaft haben, meiner Meinung nach, ist Belgien. Belgien, die können, wenn sie Glück haben, sehr weit kommen. Wenn sie ein bisschen Glück haben, muss immer dabei sein. Ja. Sind sie erst in einer leichten Gruppe, muss man dazu sagen? Ja, können aufsteigen, also aufsteigen werden sie relativ schon einfach. Ja. Und haben eine sehr gute Mannschaft. Richtig die haben Qualitätsspieler, die alle auch im Ausland spielen und Topspieler haben. Das heißt, Hans, nach deinem Tipp sehen wir das Finale Brasilien gegen Spanien. So wie sich dieser Ast hinauf arbeitet, wahrscheinlich. Ja? Würde mir auch sehr gefallen. Dass die Deutschen im Halbfinale Spanien schlagen, glaubst du nicht? Das ist unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Nein, weil das nicht geht. Ja? Und zwar? Weil Spanien besser ist. In jeder Beziehung, meinst du? In jeder Beziehung. Ja? Im Moment in jeder Beziehung. Ob das dann am Platz so ist? Die schlagen die Deutschen auch ohne Trainer. Selbstverständlich. Edi, was erwartet uns bei der WM? Ich glaube, wir werden am Anfang ist immer vorsichtige Spiele. Ich glaube, wir werden eine WM sehen, wo man wieder einen Schritt weiter geht im internationalen Fußball. Das haben uns ja schon die Brasilianer in Wien gezeigt. Die spielen jetzt eine neue Art vom Fußball, das Bewegliche hinten in der Abwehr, das kennen sie jetzt. Früher, wie du richtig sagst, haben sie nur vorgespielt und waren holler da raus. Also ich glaube, wir werden auch in der Taktik einige moderne Ansätze sehen, einige Neuerungen, wird da für unsere Spieler und Trainer interessant werden. Und meine Angst ist nur, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, wir glauben ja jetzt, wir gehören schon dazu, zu den Guten. Und das ist halt sehr gefährlich. Wir müssen wirklich schauen, dass wir wirklich dazu gehören und müssen Vollgas geben. Weil die WM macht sicher Fußballerisch einen Schritt. Was werden wir auf Ö24 sehen?
tolle Spiele, einen großartigen Hans Krankl, ja, der nach sieben Spielen... Der hat schon warm gesprochen, ja, warm moderiert hat. Nach sieben Spielen schon gern nach Jesolo und holen den Toni Polster. Also wir machen einen Wechsel. Keine Ortsnamen und keine Dinge. Ja, ja, ja. Bitte. Ich wohne 28 Kilometer von Venedig. Ja, übers Meer. Genau. So, und dann soll ich euch noch alle vom Robert Seger grüßen lassen, danke, weil der gehört zum Dreamteam auch dazu, der ist jetzt noch auf Urlaub. Und dann soll ich euch noch alle vom Freddy Schinkels grüßen lassen. Ja, aber der fährt mit einem Wohnwagen, kommt mit dem Wohnwagen nach einer Woche zur WM zurück. In diesem Sinn, Hicke, freue mich, dass wir uns sehen, auf dem Friedl freue ich mich auch besonders. Hans, wir starten morgen. Und Edi, du bist sowieso, du schlafst schon da, oder? Ich möchte noch etwas sagen. Das ist die ganze Zeit nicht gekommen. Ich freue mich jetzt schon auf 50 Jahre Cordoba. Dann musst du aber wirklich die Sau auslassen. Dann ist die Staatsoper fällig. Jetzt haben wir 40. Ich freue mich in 10 Jahren auf 50 Jahre Cordoba. Das wird der Wahnsinn. Mit Monte Python in der Staatsoper. Immer. Ja? Wenn du das magst, finde ich eine super Idee. Bist du schon jetzt festgenagelt? Bitte merken. Wie immer bei Herrn Krankl. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Das war ein langer, langer Abend mit vielen, vielen Emotionen. Das waren die Helden von Cordoba als Aufwärmrunde für die WM in Russland. Das war ein Abend mit dem 3:2 und dem legendären Ivan Narisch und all seinen Erben und Helden. Wir sehen uns morgen wieder. 19 Uhr auf OE24 startet die Eröffnung. Unsere Übertragung der Eröffnung, da ist der Robbie Williams dabei, da ist unsere Staatsoper-Lady dabei, da ist der Ronaldo angeblich dabei, Putin soll auch dabei sein, bin gespannt. Und um 20 Uhr geht dann das Match los, Hans Krankl und Edi Finger spielen gemeinsam gegen Russland und Saudi-Arabien. In diesem Sinn als Doppelpass. Danke fürs Zuschauen. Einmal noch schlafen, meine Damen und Herren, dann ist WM und dann bleibt kein Stein auf dem anderen im Fernsehen. In diesem Sinn, gute Nacht und morgen sind wir mit der Weltmeisterschaft zurück.